Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. dieser klägliche Versuch, dadurch, dass Kratos so tief spricht, God of War irgendwie cool zu betonen, lassen wir das einfach mal so stehen, ja? wir machen weiter nach unserer Fetzerei hier zum Abschluss. Haben direkt eine Schatztruhe vor Augen und ganz viele Leichen um uns drumherum. Weichers Vartarfleisch, ne? Das Wort, was ich nicht aussprechen kann. Aber eventuell werde ich es noch lernen, wie man das hier richtig ausspricht. Ich weiß nicht, ob die das schon erwähnt haben, aber ich glaube noch nicht. So, einmal meine Axt bitte zurück. Was stinkt hier so? Verwesung, mein Junge, Verwesung. Jetzt. Ah, okay. Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Was sind doch. Mensch? Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage. Oh, okay, okay, okay. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Wer seid ihr alle? Wer seid Diesen ihr alle? Diesen Kampf kämpfe ich allein. Okay. Ach. Er benutzt mein... Das sind, glaube ich, ganz normale Menschen, ja? Boah, die sind auch nicht sehr stark. Oder? Es ist nur einer! Ah, okay. Ach, jetzt verstehe ich diesen gedrückten Angriff. Ah, jetzt sehe ich das erst, dass er die Axt zurückwirft. Das habe ich vorher gar nicht gecheckt. Warte, wie werfe ich nochmal? Moment, ich hab grad vergessen, wie ich meine Axt werfe. Bruder, ich hab sie einfach auf dem Weg, während ich sie geworfen habe, habe ich sie schon zurückgerufen. So, hey, komm zurück. Don't hit him. Come back, please. Gut, das ist ganz chillig, dass diese Gegner zumindest bis jetzt noch sehr einfach sind. Hey, hey, Kollege. Oh, hallo, 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 hallo. Geil. Vater, hilf mir. Alles klar. Ich glaube, Junge. Da war kein Grund für. Der kleine Atreus hat das schon geklärt. Aber geht's ihm gut? Ey. Oh, aha, scheiße. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, Mann. Ach komm, Kleiner. Alles gut. Kopf hoch, Kopf hoch. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Ist das schon wieder so ein Eistyp? Haben wir's oder haben wir's nicht? Was geht denn jetzt bei denen ab, Mann? Okay, okay, okay. Ich erledige das. So, wir gehen mal kurz Beast Mode. Let's go! Ihr kleinen Wichser. Hä, was wollt ihr? Ach, warte, das waren die... Doch, gegen die wirkt das. Ah, gegen die wirkt das. Ich dachte, ich verwechsel das irgendwie die ganze Zeit. Sie kamen zurück. Sie kamen zurück. Ja. Es ist vorbei. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Atreus, ich bin mindestens genauso verwirrt wie du. Du bist nicht alleine. So, den Ruinen kommen. Weiterhin unser Auftrag. Wo Hier. Kommen wir hoch? Finde etwas, um mich hochzuziehen. Mache ich. Aber was denn los, Bubi? Es wird alles. Er hat dich auch angegriffen, ja? Das ist ein scheiß Gefühl, das kann ich mir vorstellen. Aber denk dran.
gab nur zwei Optionen. Er oder du. Oh, Atreus, Mensch. Butzi. Komm schon. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Oh, er ist richtig mitgenommen. Natürlich, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ja. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm. Ich bin bereit. Okidoki, let's go. Danke für die Kette, Kleiner. Ja, wir müssen ihm auch ein bisschen Zeit geben, ne? Er ist gerade ein bisschen... Er braucht ein bisschen, was ja auch komplett nachvollziehbar ist. Wir geben ihm die Zeit. Ein paar Minuten wird er wohl durchschnaufen können und dürfen. Hör mir jetzt zu. Was? Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. So. Weiter in Richtung des Berges. Das machen wir doch. Aha. Da hören wir doch schon wieder diese menschlichen Stimmen. Wenn man das so sagen kann. Ich sollte auch gleich mal gucken, ob ich... nicht wieder ein paar XP erhalten habe. Ah, ist das hier eigentlich der Weg, den ich runter kann? Um nochmal zu der Kiste zu kommen? Oder bin ich da eigentlich komplett dran vorbei mittlerweile schon? Wahrscheinlich schon, ne? Die Kiste in der Höhle, die ich damals noch gesehen habe. Warte mal, jetzt habe ich gerade maximal die Orientierung verloren. So, Geschichte der Magie, neues Artefakt, 1 von 9. Gesichter der Magie. Wir fanden diese unheimliche Maske im gefährlichen Teil der Flusslande. Wir sollten nach mehr Ausschau halten. Jemand könnte gutes Hacksilber dafür zahlen. So, ich will jetzt halt noch nicht direkt den richtigen Weg gehen, sag mal. Muss ich jetzt hier schon lang? Da riecht's wieder unangenehm. Da sieht's auch unangenehm aus. I am a little bit confused. Warte, da bin ich doch... Ich wollte gerade sagen, hier unten habe ich doch gekämpft, oder nicht? Genau, hier unten habe ich gekämpft. Okay, 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 dann gehen wir hoch. Und wo rufen die? Deswegen war ich nämlich gerade auch so verwirrt. Weil ich mir so mega bekannt vorkam. Der Ort. Und ich konnte das irgendwie nicht ganz einordnen. So, und das ist auch hier unten, aber das ist der Weg jetzt oben lang. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Oh, was geht denn hier ab? Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Okay. Na, dann wollen wir mal. Ist recht. Hey. Atreus, Atreus. Sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logan. Ah.
Was ist das für ein... Sag mal. Okay, ich frag vielleicht nicht. Du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Der gefällt mir. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bigja, Dumber, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Ey, let's go. Na schön. Du hast es uns bewiesen. Dann verbessere sie eben. Geiler Typ. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Und was hast du da draußen entdeckt? So, da sind wir dann jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo wir unsere Waffe verbessern können. Ich sag ja, ich war ein bisschen ungeduldig. Manchmal muss man sich auch ein bisschen zurückhalten. Wir sind ja noch am Anfang und eins nach dem anderen. Brocks Laden. Ich versuche es jetzt auch so auszusprechen und mein R so zu rollen. So, Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Ey, jetzt mal eine ganz kurze Sache am Rande. Warum werde ich eigentlich in dem Spiel gesiezt, sag mal? Also, ich bin doch ein junger Hüpfer. Du ist in Ordnung, ja? Du ist in Ordnung, danke. Waffe verbessern. Brock hat ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können sie ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. So, drücken sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Machen wir. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Ah, geil. So, okay. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie L3 für die Wertbeschreibungen. Okay, Stärke. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Runenangriff Abklingzeit können durch Verbesserung der Abklingzeit reduziert werden. So. Kann ich noch was? Details ausblenden, Details ein... Achso. Ah, fuck, jetzt habe ich das nicht gelesen. Egal. Ah, schade, ärgerlich. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos Werte zu beeinflussen. Zur Verbesserung eines Gegenstands erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. So, erforderliche Ressourcen, Frostflamme, die besitze ich. So, dann halten wir mal Viereck gedrückt. Verbesserung von Leviathan-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Ah, das war jetzt eine wichtige Verbesserung, um da auch was freizuschalten. Wir haben aber nur 500 XP, deswegen müssen wir mal gucken, was sich da lohnt. So, die Axt befindet sich jetzt auf Stufe 2. Finden Sie eine weitere Frostflamme, um sie weiter zu verbessern. Verbessern Sie Ihre Waffen, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pausenmenü unter Fähigkeiten können Sie Erwerben drücken. Können Sie sie erwerben? Achso, Kreis drücken. Drücken Sie links, um das Herstellmenü aufzurufen und neue Ausrüstung herzustellen. Machen wir. So, und jetzt haben wir auch noch Atreus-Rüstung und Brustrüstung. Das war ja auch was ich mir gerade schon angeguckt habe und wo ich nicht ganz wusste, wie, wo, was ich das machen kann. Mit Hacksilber! Ja, geil! Ja, super, hat sich auch schon gelohnt hier. So,
Häscher, Waffenrock oder Wildschweinhaut, Schulterschutz. Kann ich hier irgendwie so einen Vergleich sehen? Stärke und Abwehr. Das gibt uns Abwehr 10. Okay. Einfach gefertigt, aber robust. Häufig von Häscher-Clans verwendet. Begünstigt Abwehr 10. Hier haben wir Abwehr 4, aber Stärke 12 noch dazu. Verstärkte Rüstung aus gekochtem Leder. Nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke leicht. Ja gut, wir sind ja jetzt hier nicht auf der Fashion Week, ne? Warte mal. Das Sortieren nach Stärke, Seltenheit. Ach so. Ach, weil es irgendwann wahrscheinlich mehr zur Auswahl gibt. Wir gehen jetzt erstmal auf das, was uns gleich zwei Attribute bringt. Preislich ziemlich gleich. Büßen zwar in der Abwehr ein, aber kriegen auch ordentlich viel Stärke dazu. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Wildschweinhaut, Schulterschutz. Gewöhnlich Brustrüstung, verstärkte Rüstung, das haben wir ja schon gelesen. Ausrüsten, dankeschön. So, dann haben wir das. Kann ich eigentlich so zwei Sachen gleichzeitig tragen oder wie oder was? Kleiner. Dann gucken wir mal, was für Atreus gut ist. Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Klauenbogens, eigentlich ganz geil. Haben wir aber zu wenig Hacksilber für, brauchen wir 10.000 Hacksilber. Leider. Oh Gott, wir können ja gar nichts für den holen. Erhöht Atreus Nahkampfschaden. Erhöht Atreus Erholungsgeschwindigkeit nach gegnerischen Angriffen. Okay. Was noch? So, Clownbogen. Können wir den wenigstens verbessern? Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Clownbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Und warte, wir gucken nochmal, was wir hier haben. Verbessern für einen weiteren Zauberplatz um Werte zu erhöhen. Okay. Verbessern, machen wir doch mal. Zwergengeschick. Okay, geil. Haben wir uns die Rüstung geholt und die direkt verbessert. Das ist doch sehr cool. So, können wir jetzt noch den Clownbogen verbessern? Auf jeden Fall, das machen wir doch auch noch. Da haben wir doch auch noch Stuff. Wenn er schon keine Rüstung bekommt, dann wenigstens das. Verbesserung von Clownbogen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Sehr schön. Du schon wieder. So, kaufen, verkaufen, habe ich irgendwas? Irgendwelche Artefakte? Verlorene Spielsachen. Artefakte im Laden für Hacksilber verkaufen. Sie bringen ihnen auf ihrer Reise keinen Nutzen. So, bringt mir auf meiner Reise keinen Nutzen. Dann verkaufen wir das. Wenigstens haben wir das jetzt erledigt. Hätte ich das mal vorher gewusst, wa? Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! So, Karte aktualisiert. Das erste Mal, dass wir uns überhaupt die Karte angucken. So, hier ist also der Ort für den Laden. Ich verstehe die Flusslande. Das war der Wald, wo wir am Anfang waren. Und ja, mal schauen. Wir haben noch nicht so viel aufgedeckt, aber das kommt noch. So, neue Fähigkeiten freigeschaltet. Einiges. Rüstung, was haben wir hier? Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Genau das habe ich. Ja, sehr cool. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni. Wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Okay, fortfahren. Einige Rüstungen verfügen über bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie Viereck, um den Platz an angelegter Rüstung anzuwählen. So. Kann ich jetzt hier einen Zauber reinmachen? Symbol der Beharrlichkeit. Wählen Sie einen Zauber und drücken Sie X, um ihn an diesem Platz der Rüstung auszurüsten. Sie haben erfolgreich einen Zauber an dieser Rüstung ausgerüstet. Weitere Zauber können in der Welt gefunden oder in Läden erworben werden, wenn sie verfügbar sind. Jetzt kommt hier aber nochmal richtig Aufklärungstime. Das, was mir gerade gefehlt hat. Wir lernen. Das war jetzt ein bisschen gruselig, ne? Was? So, das habe ich jetzt drin, ja? Aus Platz entfernen? Ne, das kann erstmal da bleiben. Gut. Noch irgendwas? Gewebter Schulterschutz der Verbannung. Das ist meine alte, oder nicht? Das ist jetzt meine neue. Okay.
Haben wir jetzt alles gesehen, ja, ne? So, Fernkampf. Was können wir denn jetzt im Fernkampf noch machen? Halten Sie beim Zielen R2 gedrückt, um die Leviathan-Axt aufzuladen und eine Explosion mit Froschschaden beim Aufprall zu verursachen. Mhm. Okay. Sieht interessant aus. Kann ich mir aber gerade nicht leisten, die ganzen Zweier-Sachen. Deswegen kann ich mir überhaupt was von den Zweier-Sachen leisten. Gerade nicht. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich nicht wirklich, sich das jetzt anzugucken. Mache ich dann in Ruhe, wenn ich es mir leisten kann. Das kostet alles 1000. Das finde ich noch ganz geil. Das will ich mir kaufen. Angriffskombi. Angriffskombi finde ich noch ganz nice. Ist der Hinter noch Platz für mich? Solange du nichts kaputt machst. Oh, fuck. Krass, dass er mich noch erwischt hat. Hannibal, sagt er. Weißt du, was Hannibal ist? Meine Beinarbeit. Ratsch, boom, bang, let's go. Sag mal, dein Vater ist gut im Töten. Hörst du das ab? Dein Vater ist gut im Töten. Let's go. So, an die Wand Mauerblümchen pflanzen. Ach, das war, weil ich nageln sie Gegner anwende, indem sie ihre Axt mit R2 werfen. Die Gegner müssen dabei neben Wänden stehen. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? So, war gerade noch was im Bestiarium? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. So, Fähigkeiten lassen wir erstmal nochmal offen, dass uns das dran erinnert. Da ist noch was, da gibt's noch was. Ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwas Neues war. Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Wenn, dann haben wir es überlesen. Ist ja auch nicht so schlimm. Doch, jetzt kommt hier was. Was denn? Brock. Ah! Wir trafen diesen Zwerg auf dem Weg zum Berg. Er ist ein Schmied. Anscheinend ein berühmter Schmied. Er hat die Leviathan-Axt gemacht und für Vater verstärkt. Er war etwas unfreundlich und mürrisch, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Irgendwie hat er was, ne? Irgendwie hat er was. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichlecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Gut. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine! Nee, sonst Verzeihung. Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Danke dir. Komm. So. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack. Yeah. Digga. Hier kommen wir nochmal zur Truhe, ne? Das müsste der Weg sein. So, Odins Auge. Neuer Auftrag. Die Augen und Ohren des Rabengottes sind überall. Odins Raben getötet, 1 von 15. Erledigen sie Odins geflügelte Kundschafter. Das machen wir doch. So, Silber 30 Raben, 51 Raben töten. Oha. Gibt anscheinend richtig viele von denen. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache,
Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. So, das können wir schon mal aufmachen. Wir sind wieder hier. Ja. Ich wollte hier auch einfach nicht weiter. Ich wollte das nur schon mal aufmachen, weil ich weiß ja nicht, ob wir hier nochmal irgendwie langkommen. Wie weit wir hier öfter mal hin und her laufen. So, das brauchen wir, diesen Stahl. Der ist auch wichtig, gerade für Verbesserungen. Ich würde auch sagen, wir nehmen den Weg oder kommen wir hier nicht hoch? Doch, ne? Na klar doch. Na klar. Oder auch nicht? Doch, ich wollte gerade sagen. So, ich würde gerne nochmal wissen, was hier ist, wenn man hier lang geht. Bis jetzt erstmal noch nicht viel. Das Tor, wo wir lang müssen, haben wir ja gerade schon gesehen. Aber nur mal hier lang reinluschern. Waren wir hier schon? Nee, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Gesichter der Magie, Maske gefunden, 2 von 9. Gibt es dazu irgendeine neue Information? Wir sehen auf jeden Fall, wie die Maske aussieht. Geht's hier runter? Nee, ne? Okay, hier komme ich nicht runter, deswegen gehen wir erstmal weiter. Zumindest wüsste ich nicht wie. Hey, mach Platz, Kleiner. richtiger Penner. Nein. Nur mit Liebe. Upsala, warte. So, und... Hey, passt da drin gut auf euch auf. Machen wir. Ich ganz leicht draufgehen. Okay, danke für die Warnung. Soll ich das zu machen? Nö, ne? Geht von alleine zu. Ich wollte gerade sagen, macht doch alles gar keinen Sinn. Okidoki. Das sieht ja schon mal nicht so nett aus. Echt jetzt? Okay. Aua! Ja, tolle Wurst. Das piekt mich ja sofort. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass mich das sofort piekt. Was eine Scheiße. Ey. Oh, fuck. Mann, das sind echt fiese Türen. Sieht ja einladend aus. Mhm. Warte mal, wie komme ich denn da rein? Ah, scheiße, jetzt habe ich das Ding zu weit aufgemacht, wa? Scheiße. Ah, okay. Nee, es geht sogar noch weiter auf. Perfekt. Rätsel gelöst. Schwerste Rätsel ever, auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich wollte gerade sagen, einfach immer erstmal überall gegenwerfen, ne? Okay. Warte da. Ach, fuck. War das jetzt ein guter Move? Ich hoffe schon, eigentlich schon, oder? Nee. Aua. Was sind die denn jetzt drüben? Können die mal meinen kleinen Bubi in Ruhe lassen drüben? Oh.
runter mit dir. Jetzt ist da noch einer. Sag mal. Einer von den harten Burschen. Ich finde dieses Losrennen immer so witzig, Digga, wo er rennt einfach stur gegen die Wand. Scheiß drauf. Oh, oh, was? Das war's noch gar nicht mit ihm? Okay. Boah, der Angriff ist schon heftig. Ich glaube, ich muss meine Abwehr da noch stärken, um damit besser klarzukommen. Achso, ich kann sogar aussuchen, in welche Richtung ich laufe. Das sehe ich jetzt erst. Ah. Atreus, folge mir. Ah, okay, okay, okay. Warum machst du ein Abgelenk, Kleiner? So, Bestiarium aktualisiert. Nach einem Hieb muss er sich kurz erholen. Wenn wir ausweichen können, können wir einen Konterangriff starten. Seine Angriffe sind so mächtig, dass man sie nur schwer blocken kann. Vater sollte ihn wohl einfach ausweichen. Okay, also das, was wir unten hatten beim letzten Mal, wo dann der Kreis sogar rot war, da hat es halt wirklich auch gar keinen Sinn gemacht, ihn zu blocken. Deswegen gut, dass ich unbewusst auf Ausweichen gegangen bin. Es war wirklich die bessere Lösung, weil die Angriffe waren halt auch wirklich zu stark. Das haben wir ja dann früher oder später auch selber gemerkt, ne? Mehr später als früh, aber ja. So, jetzt ist die Frage. Okidoki, warte mal, warte mal. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich hole meine Axt und baller das hier wieder hoch, oder was? Jetzt haben wir es. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack. Alles klar, Kleiner. Du kannst nicht mehr. Wir finden ganz schön viele von den Masken hier gerade. Ganz viele tolle Masken. Perfekt für mich als Riesenfan von Masken. Sehr, sehr nice. Finde ich schön. So, jetzt lassen wir das mal runtersinken und gucken mal, was oben drauf ist. Da gibt es doch eventuell noch was Interessantes. Sieht doch schon glatt danach aus, wa? Ich lasse uns nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, ich passe doch auf. So, da haben wir das erste Siegel. Das zweite habe ich auch schon gesehen, weiter da hinten. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich muss ich mich wieder ein bisschen hochkatapultieren. Wir schauen mal weiter, was in der Richtung abgeht. Hier ist das zweite Siegel, sehr schön. Oh, vielleicht komme ich auch so zu dem anderen. Eine Truhe haben wir hier noch. Und das ist der Weg, glaube ich, zurück, ne? Aber vorher gucke ich mal, ob das irgendwie anders läuft. Mit dem letzten Siegel. Cool. Dann wüsste ich nicht, warum ich wieder runtergehen sollte. Das macht ja keinen Sinn, ne? Wir bleiben hier oben. Open up! Let's go! So, was haben wir hier? Horn mit Blutmet. Legendär. Sie haben eins der drei Hörner mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Aha. Blutmet ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Oder die Rage. Der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Hört sich vielleicht ein bisschen besser an, das dann in Deutsch zu betonen.
Hier lang. Oh. Hey. Bringt also doch was, die Gegenstände am Rand zu zerstören und zu zerstoßen. Wow. Hey. Hallo. Bin ich den Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Ach komm, Kratos. Komm, Junge. Ach komm. Auch ein harter Mann wie du darfst dein Kind mal streicheln. Oh Gott, was ist da hinten? Ich würde sagen, das bringen wir in der nächsten Folge in Erfahrung. Kleiner Mann, warte. Wir haben diese Folge viel gelernt. War viel zu lernen und zu lesen. Ich hab dir viel Spaß. Genau, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Kuss, Kuss, Kuss und ciao, ciao.